Möglichst wenige Menschen auf einem Fleck, vorher und nachher Quarantäne, so die EU-Empfehlung für die Feiertage und allerhöchste Vorsicht in Flughäfen, Busbahnhöfen, Bahnhöfen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Tankstellen und Rastplätzen. In Deutschland wollen Bund und Länder den Teil-Lockdown bis in den Januar hinein verlängern. Mecklenburg-Vorpommern behält sich wegen günstiger Zahlen vor, dann nicht mitzumachen. Nach den Absprachen von Bund und Ländern sollen einige Beschränkungen über die Feiertage gelockert werden. Statt 5 Personen sollen dann 10 Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen dürfen. Während Russland täglich 589 neue Todesfälle durch das Coronavirus meldet, hat Präsident Wladimir Putin die Behörden angewiesen, nächste Woche mit freiwilligen Massenimpfungen gegen Covid-19 zu beginnen. Ich weiß, dass bereits mehr als 2 Millionen Dosen des weltweit ersten registrierten Impfstoffs Sputnik V gegen Coronavirus-Infektionen hergestellt wurden oder in den kommenden Tagen hergestellt werden. Das gibt uns die Möglichkeit, im großen Maßstab mit Impfungen zu beginnen und natürlich, da waren wir uns einig, zunächst bei den beiden Risikogruppen Medizinern und Lehrern. In Österreich blieb es trotz eines zweiten Lockdowns bei rund 5000 Neuerkrankungen pro Tag. Hotels und Gastronomie bleiben bis zum 7. Januar zu. Ab dem 24. Dezember ist Outdoor-Sport ohne Kontakt wieder erlaubt, also auch Skifahren und Langlauf. Schulen machen bald wieder auf und... Wie geplant werden wir mit 7. Dezember auch den Handel, die körpernahen Dienstleister, Museen und Bibliotheken öffnen. Und die spanischen Politiker haben sich auf Weihnachtsbeschränkungen geeinigt, Reisen zwischen Regionen nur zu Familienbesuchen, nicht für Spaß oder Urlaub. Und an Heiligabend und Neujahr dürfen sich 10 Menschen treffen statt 6.